Der geheime NATO-Plan, Russland im Falle eines Atomkriegs zu vernichten. Was wird mit unserer Welt passieren, wenn alle Nationen, die Atomwaffen besitzen, gleichzeitig in einen Krieg eintreten? Also ich glaube, wir sind näher daran, als wir denken. Ne? Der 6. und 9. August 1945 gingen als die schrecklichsten Tage in der gesamten Existenz der Menschheit in die Geschichte ein. Bro, muss mal überlegen, wenn du so ein Ding abwirfst, wie viele unschuldige Menschen dabei draufgehen, weißt du? Kurz nach dem Zweiten Weltkrieg stand die Welt am Rande eines weiteren Atomkriegs. 1962 hätte der letzte Tag in der Geschichte der Menschheit sein können. Er ging als der schwarze Samstag in die Geschichte. Anfang 23 blieb die Weltuntergangsuhr nur 90 Sekunden vor Mitternacht stehen. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ich spiel keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die ganze Community. Ich küsse eure Zirbeldrüse und zwar gehen wir in ein Video rein, welches heißt Der geheime NATO-Plan, Russland im Falle eines Atomkriegs zu vernichten. Oh shit, das ist so ein bisschen, wie sagt man dazu, wenn man so Szenarien macht und sagt, es könnte dann in die und die Richtung gehen, so. Also ein bisschen so Dritter Weltkriegsszenario. Und ich fand das interessant, das ist mal wieder von Riddle.de. Lasst dem Video gerne Daumen nach oben da, schreibt ein Kommentärchen, abonniert mich auf Rumble, erster Link in der Beschreibung. Wichtig und richtig. Heute wieder ein Video hochgeladen. Also da kommen auch regelmäßig Videos jeden zweiten, dritten Tag. Deswegen checkt auf jeden Fall Rumble. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir rein in den Peter. Peter in den Mann. Los geht's. Was wird mit unserer Welt passieren, wenn alle Nationen, die Atomwaffen besitzen, gleichzeitig in einen Krieg eintreten und ihr Potenzial voll ausnutzen? 2019 entwickelten Wissenschaftler der Princeton University ein mögliches Szenario für den jüngsten Tag. Sie haben eine Situation simuliert, in der der Konflikt zwischen den westeuropäischen Nationen und Russland eskaliert. Also ich glaube, wir sind näher daran, als wir denken. Ne? Wir sind näher dran an dieser Situation, als wir vermuten, glaube ich. Das Ding geht ja auch jetzt schon wieder so lange. Faszinierend auf jeden Fall. Stell dir vor, wie die europäischen Hauptstädte wie Warschau, Prag und Berlin in einer Sekunde verschwinden. Als Antwort darauf haben die Vereinigten Staaten ihre Atomraketen auf Moskau und St. Petersburg abgeschossen. Und dann bestätigen 6 weitere Nationen, dass sie Atomwaffen in ihrem Arsenal haben und auch in den Krieg eintreten. Das sind China, Nordkorea, Frankreich, Indien, Pakistan und das Vereinigte Königreich. Die haben alle Atombomben, sagst du? Dieses Szenario für den Ablauf der Ereignisse wurde als Plan A bezeichnet. Es zeigt, wie wahnsinnig und zerstörerisch dieser offensichtlich letzte Krieg der Menschen sein wird. Allerdings gab es in unserer Geschichte schon mehrere Momente, in denen die Welt am Rande eines Atomkriegs stand. Aber was hätte passieren können, wenn der rote Knopf gedrückt worden wäre? Finde ich interessant, Digga, sage ich ehrlich. Der 6. und 9. August 1945 gingen als die schrecklichsten Tage in der gesamten Existenz der Menschheit in die Geschichte ein. Damals wurden Atomwaffen zum ersten Mal für militärische Zwecke eingesetzt und nicht auf irgendeinem Testgelände. Natürlich die USA wieder, ne? Mensch ist Kinder. States Air Force warf 2 Atombomben auf die japanischen Städte Hiroshima und Nagasaki in der Endphase des Zweiten Weltkriegs ab. Die Folgen der Explosionen sind auch heute noch erschreckend. Bei den Atombomben... Bro, muss mal überlegen, wenn du so ein Ding abwirfst, wie viele unschuldige Menschen dabei draufgehen, weißt du? Das ist doch krass, Alter. Dass es auch schon mal passiert ist. So. Das heißt auf jeden Fall, ich glaube, viele Leute denken, ja, das machen die eh nicht. Und nein, das wäre doch dumm, weil dann würden die auch zünden und die auch zünden und so. Aber die haben das schon mal gemacht und es ist jetzt nicht so lange her, ne? 45? Abwürfen starben etwa 200.000 Menschen. In Hiroshima sind nur die Schatten derer geblieben. 200.000 Menschen, Bro. Die zum Zeitpunkt der Explosion draußen waren. Aber es hätte noch mehr Städte in Japan treffen können. Oberst Paul Tibbets, der Pilot des Flugzeugs, das die Atombombe Little Boy auf Hiroshima abwarf, behauptet, dass die... Die Japaner haben ja mit den Dings-Nazis zusammengearbeitet, ne? Mit Germany, oder? Stimmt das oder nicht? Doch, ich bin mir sicher. ...die Regierung nicht vorhatte, es bei den beiden Städten zu belassen.
Nach Angaben von Tibbetts hatte er 15 Bomber mit Besatzung unter seinem Kommando. Vor dem Angriff auf Hiroshima und Nagasaki erwartete niemand, dass die japanische Regierung... Bro, ich habe letztens in den Nachrichten gesehen, was war das nochmal? Ich glaube, das war in Japan, dass die jetzt in Hiroshima oder Nagasaki jetzt irgendwie Wasser ins Meer leiten. Wo habe ich mir das reingezogen? Die Regierung hat entschieden, dass die da gibt es so einen Wasserspeicher, der mehrere Kubikliter oder Tonnen Wasser gespeichert hat und den wollen die jetzt Step by Step ins Meer, ja doch, das habe ich gesehen in Japan, die wollen das jetzt Step by Step ins Meer leiten. What the fuck? Halt kapitulieren würde, schon gar nicht die Teilnehmer des Manhattan-Projekts. Es ist ein Codename für das amerikanische Atomwaffenprogramm, das am 13. August 1942 offiziell begann. Ihr wissenschaftlicher Leiter war Robert Oppenheimer. Amerikanischer theoretischer Physiker. Oppenheimer. Das ist doch auch bestimmt ein Ex-Nazi, oder? Viele Ex-Nazis sind rübergegangen nach Amerika nach dem Zweiten Weltkrieg. Sind die rübergegangen zu Amerika und haben da gewisse wissenschaftliche Projekte weitergeführt. Das Manhattan-Projekt sollte eine Industrie zur Rhinox, ich küsse dein Herz, wie geht's? Stellung tödlicher Waffen schaffen. Es sollte monatlich etwa 3 Plutoniumbomben produzieren und alle 1 bis 2 Monate eine Uranbombe. Der erste Atomtest der Welt, genannt Trinity, fand am 16. Juli 1945 in der Wüste in New Mexico statt. Krass, Digga, ich schwör's dir. Oppenheimer ist doch ein Film. Ja, das ist ein aktueller Film, da geht's auch genau um diese Sachen. Atombomben etc. pp. Und da ist auch, ich glaube, mit Einstein fängt das auch an. Und ich glaube, Oppenheimer und Einstein, haben die nicht auch mal zusammengearbeitet früher? Oder war das ein Handlanger? Oder hat seine Arbeit weitergeführt? Irgendwie sowas in die Richtung. Und am Ende, so wie ich gehört habe, am Ende von dem Film sagen die auch, scheiße, was haben wir da erfunden? So. Ziel der Forschung war es, eine Plutoniumbombe mit dem Spitznamen Gadget zu testen. Die Wissenschaftler waren von den Ergebnissen begeistert. Die Explosion bei dem Test war um ein Vielfaches stärker, als sie angenommen hatten. Unmittelbar nach Trinity teilte Generalleutnant Leslie Groves, ein militärischer Aufseher des Manhattan-Projekts Oppenheimer, mit, dass sie statt... Digga, aber ist doch klar, wie kann man... Digga, klar, weißt du, was ich meine? Ich weiß nicht, Bro. Das musst du auch ein mulmiges Gefühl haben, wenn du an so einem Projekt arbeitest und merkst, was für eine Power da dahinter steckt, so, also was du damit auch anrichten kannst. Aber die Leute machen halt alles, um Macht zu erhalten, beziehungsweise ihre Macht auszubreiten, so. Krank. Bei wahrscheinlich 3 Bomben abwerfen müssten, gemäß den ursprünglichen Plänen. Aber welche japanische Stadt hätte das nächste Ziel sein können? Die dritte Bombe sollte am 19. August 1945 fallen. Es wurde durch ein Gespräch zwischen 2 amerikanischen Militärs bekannt. Die Atombombe wäre identisch mit der Fat Boy gewesen, die auf Nagasaki abgeworfen wurde. Und das ursprüngliche Ziel war Tokio. Allerdings waren die meisten Industrieanlagen in Japans Hauptstadt wiederholt von Fliegerbomben getroffen worden, während große Wohngebiete... Was ein skrupelloser Motherfucker du sein musst, auch alle die Leute, die diese Sachen, diese Bomben erfunden haben, daran geforscht haben, die Leute, die das geplant haben, dass man die irgendwann abwirft und die Leute, die da auch im Flugzeug sitzen und die Dinge abwerfen, so, Bro, du kannst doch nicht, wenn du ein Mensch bist und Zugang zu deinem Herzen hast und so, dann, Bro, da kannst du doch nicht sowas tun. Weil dir ist ja bewusst, wie viele Menschen du damit auf einmal tötest. Auf einmal und wie viele unschuldige Menschen da auch dabei sind, weißt du? Das ist für mich immer so unvorstellbar. Angriffe zerstört worden waren. Die Atombombe würde dort also keinen so furchterregenden Eindruck hinterlassen wie in einer Stadt, die nicht vom Krieg betroffen war. Auch würden die Wissenschaftler kein vollständiges Bild von der Zerstörung erhalten, die für die weitere Entwicklung der Waffen notwendig ist. Krank. Deshalb. Oder was sagt ihr dazu, Freunde? Rufen Sie für den nächsten Angriff Orte in Betracht, die nur minimale Zerstörungen erlitten hatten. Liste der möglichen Angriffsziele standen Yokohama, die zweitgrößte japanische Stadt nach Tokio, Kokura, Niigata und Kyoto. Kyoto, die ehemalige
ehemalige Hauptstadt Japans blieb während des Zweiten Weltkriegs von Fliegerbombenangriffen nahezu unbeschädigt. Und als das Ziel endlich genehmigt war, mischte sich Henry Stimson, der Kriegsminister der Vereinigten Staaten, ein. Er überredete Präsident Harry Truman, bis zum letzten Moment die Atombombe nicht auf Kyoto abzuwerfen. War Stimson wirklich klar, dass die Bombardierung eine katastrophale Zerstörung verursachen und Millionen von Menschen das Leben kosten würde? Natürlich nicht. Offenbar hatte der Kriegsminister seine Flitterwochen in Kyoto verbracht und wollte nicht, dass gerade diese Stadt ausgelöscht wird. Zum Glück kapitulierte Japan und bewahrte das Land vor weiteren Bombenangriffen. Was aber, wenn der rote Knopf trotzdem gedrückt worden wäre? Nehmen wir an, Stimson hat den Präsidenten davon überzeugt, die Bombe nicht auf Kyoto abzuwerfen. Dann wäre der wahrscheinlichste Kandidat für den nächsten Schlag Tokio. In der Nacht des 19. August 1945 startet ein Bomber mit der tödlichen Ladung von der amerikanischen Militärbasis aus. Ein paar Stunden später sehen die Einwohner von Tokio statt der Morgendämmerung einen außergewöhnlich hellen Blitz. Eine Explosion mit 21 Kilotonnen erschüttert die Stadt. Etwa 70.000 Menschen, die sich zum Zeitpunkt der Explosion zufällig im Epizentrum befinden, würden innerhalb von Sekunden sterben. Weitere 60.000 Auch im Nachhinein ist ja alles dann verstrahlt. Würden schwere Verletzungen und eine tödliche Strahlendosis erleiden. Innerhalb weniger Minuten nach der Explosion würden etwa 30% der Bevölkerung der Stadt sterben. Tokios Holzgebäude aus den 40er Jahren des letzten Jahrhunderts würden wie Kartenhäuser einstürzen. Der japanische Kaiser und seine Regierung würden bei dem Atomangriff wahrscheinlich ums Leben kommen, da sie sich im Stadtzentrum der Hauptstadt befanden. Wäre die dritte Atombombe auf Japan gefallen, hätte sie die... Bro, ich hoffe, sowas passiert nie wieder, dass überhaupt Atombomben... Ich meine, das ist jetzt hier ein Szenario, was nicht passiert ist, aber generell, weißt du, dass nie wieder Atombomben gedroppt werden. Mann, Alter, dann soll lieber vorher eine Flut kommen, sag ich dir ehrlich. Weil das ist so menschlich, so unmoralisch, also das ist menschlich so. Das würde mir viel mehr wehtun, als wenn eine Naturkatastrophe um die Ecke kommen würde, weißt du? Weil da sind Menschen für verantwortlich. Menschen drücken diese Knöpfe, Menschen entscheiden, das zu tun. Und dann verliert man den Glauben in die Menschheit noch mehr als sowieso schon. Nation um viele Jahrhunderte zurückgeworfen. Aber nicht nur Japan wäre gefährdet gewesen, denn kurz nach dem Zweiten Weltkrieg stand die Welt am Rande eines weiteren Atomkriegs. Ein paar Wochen nach dem Sieg über Nazi-Deutschland haben die... Da, wo die standen sich doch auch mal gegenüber in Deutschland, in Berlin, glaube ich, ne? Und da war ja richtig angespannte Stimmung so. Das war wieder kurz davor, dass da wieder irgendwas ausbricht. Staaten und das Vereinigte Königreich sich daran gemacht, militärische Pläne zur Vernichtung der Sowjetunion zu entwickeln. Diese Pläne zielten darauf ab, den kommunistischen Staat mit einer Reihe von Atomschlägen zu vernichten. Die Operation trug den Codenamen Operation Undenkbar. Die USA und Operation Undenkbar? Das Vereinigte Königreich befürchteten, dass die UdSSR viele ihrer Truppen in Europa stationiert hatte und damit eine Bedrohung darstellte. Und wenn man bedenkt, dass Stalins Launen unberechenbar waren, laut der Notiz, die im Archiv des amerikanischen Federal Bureau of Investigation... Federal Bureau of Investigation, na Mann. FBI it out, man. ...bewahrt wird, glaubte Churchill, der britische Premierminister, dass der Abwurf einer Atombombe auf den Kreml es leicht machen würde, die Sowjetunion unter Kontrolle zu bekommen. Außerdem würde der Atomschlag gegen die UdSSR verhindern, dass die alliierten Streitkräfte unter den amerikanischen und britischen Truppen Verluste erleiden. Laut den Dokumenten entwickelte in der Zeit von 45 bis 49 das Pentagon insgesamt 9 Pläne für einen Atomkrieg gegen die Sowjets. Einer der berühmtesten von ihnen, entwickelt im Jahr 1949, wurde mit dem Codenamen Operation Dropshot versehen. Demnach sollten die USA mindestens 300 Atombomben abwerfen. Ach du Scheiße. Frag mich, ob die jetzt gerade auch im Hintergrund so eine Sachen planen, so eine Szenarien so, falls, weißt du, wie ich meine? Falls jetzt Russland, Ukraine, falls es in die und die Richtung geht, dann droppen wir einfach ein paar Atombomben. 20.000 Tonnen regulärer Bomben auf 200 Ziele in 100 Städten und Gemeinden der Sowjetunion.
einschließlich Moskau und Leningrad, dem heutigen St. Petersburg. Außerdem stand ein militärischer Landfeldzug gegen die UdSSR bevor. Den Archiven zufolge sollte der Krieg am 1. Januar 57... Joe Biden kann nicht mal 5 Minuten wach bleiben, Digga. Wie soll der sowas planen? ...beginnen. Aber was hielt Großbritannien und die USA davon ab? Hatten sie Angst vor Millionen von Opfern und der möglichen Zerstörung von fast der Hälfte des Kontinents? Nein. Viele Jahre lang war ihr einziges Hindernis der Mangel an Atombomben und Flugzeugen. 1948 umfasste das Arsenal Washingtons 50 Atombomben und nur 32 B-29-Bomber, die sie tragen konnten. Aber 1949 produzierten die USA weitere 250 Atombomben und die Operation Dropshot konnte beginnen. Doch dann Die USA haben die meisten Atombomben, oder? Da eine unerwartete Nachricht in die Welt. Die Sowjetunion hatte ihre eigene Atombombe entwickelt. Haben die nicht sogar welche bei uns in Deutschland? Das amerikanische Militär erkannte, dass das nukleare Potenzial der Kommunisten relativ gering war. Aber sie konnten die Tatsache, dass sie solche Waffen hatten, nicht ignorieren. 1960, 12 Jahre später, wurden alle wahrscheinlichen amerikanischen Strategien für den Fall eines Atomkriegs in dem Single Integrated Operational Plan zusammengefasst. Wäre der umgesetzt worden, hätte es einen gleichzeitigen nuklearen Waffenangriff auf die Atomstreitkräfte, militärischen Einrichtungen und Großstädte der UdSSR gegeben. Innerhalb kurzer Zeit hätten die strategischen Streitkräfte der USA 3500 nukleare Angriffe auf diese Gebiete durchgeführt. Amerikanische Generäle schätzten, dass dieser Angriff 285 bis 425 Millionen Menschen das Leben kosten würde, während einige europäische Verbündete komplett ausgelöscht werden würden. Dieser Plan hätte wirklich umgesetzt werden können, wenn... Kuba-Krise, oh, da kann ich, ja stimmt, da habe ich auch schon was drüber gehört. Da haben doch die UdSSR bzw. Russland wollten, glaube ich, irgendwelche Raketen oder Atombomben nach Kuba bringen. Ich glaube, die Türkei hat es doch verhindert, oder? Wie war das nochmal genau, Digga? Ich habe es ein bisschen vergessen gerade. Ich weiß nicht mehr ganz genau, aber wird er bestimmt erzählen. Der Kuba-Krise 1962 hätte der letzte Tag in der Geschichte der Menschheit sein können. Er ging als der schwarze Samstag in die Geschichte. Ja, ey, seine Videos sind auch extrem gemacht, ne? Finde ich schon krass, Digga. Diese ganzen Effekte und so. Macht er das selber, Digga? Oder sind es Bilder, die er von irgendwo holt und dann bearbeitet noch mit seiner Stimme einfach oben drüber? Wurde zum Höhepunkt der Kuba-Krise, die 13 Tage lang andauerte. Die Welt war noch nie so nah an einem Atomkrieg dran wie in diesen 2 Wochen. Angefangen hat alles in den 60er Jahren während des Präsidentschaftswahlkampfes in den USA. Eisenhowers Regierung begann die geheime Mission, die kubanischen Flüchtlinge in Guatemala betreffend. Sie sollten nach Hause zurückkehren, aber als Guerilla-Partei um die revolutionär gesinnten... Die Amis wieder, Digga. Haben sie wieder Leute ausgebildet, die dann den Präsidenten stürzen? Ne? Bewohner und viele... Das haben sie nicht nur einmal gemacht, die... ...droht zu stürzen. Der geheime Plan wurde schnell aufgedeckt, nachdem eine der guatemaltekischen Zeitungen berichtet hatte, dass die CIA $1 Million für die Ausbildung der Kräfte ausgegeben hatte. Am 17. April 1961 landeten die kubanischen Flüchtlinge am Strand der Bahia de Cochinos an der Schweinebucht. Aber Castros Streitkräfte brauchten nur einige Tage, um die Meuterei niederzuschlagen. Und danach bat Fidel Castro die UdSSR um Schutz. Genau, Digga. Chow beschloss, ein Jahr nach der Aktion seine Raketen nach Kuba zu schicken. Zu diesem Zeitpunkt befand sich ein Teil des US-Waffenarsenals. Genau, Türkei war auch involviert. Jetzt bereits in der Türkei. Und die Stationierung der Raketen auf Kuba hätte nur das Gleichgewicht des Schreckens wiederhergestellt, wie der Generalsekretär der UdSSR glaubte. Chruschtschow beschloss jedoch, die Atomwaffen im Geheimen auf die Insel zu schicken. Bevor die Amerikaner merkten, was vor sich ging, hatte Chruschtschow es geschafft, 40.000 Soldaten und über 160 Atomsprengköpfe nach Kuba zu verlegen. Am 16. Oktober erhielt John Kennedy Geheimdienstinformationen über Abschussrampen für sowjetische Mittelstreckenraketen auf Kuba. Dieses Datum gilt als der Beginn der Kuba-Krise.
Krass, Digga, war ich noch nie so tief drin in der Recherche bei dem Thema. Feier ich. Aber des US-Präsidenten bestand nun darin, die Raketen auf Kuba loszuwerden und gleichzeitig einen atomaren Schlagabtausch zu vermeiden. Haben die nicht dann auch einfach die aus der Türkei die Raketen, also den Deal gemacht, dass die aus der Türkei abrücken mit den Raketen und dann die Russen auch aus Kuba? Deshalb plädierte er für eine Blockade Kubas, anstatt auf der Insel einzumarschieren. Da die Blockade jedoch einen Krieg implizierte, wurde sie schließlich in den milderen Begriff Quarantäne umbenannt. Als er sie am 22. Oktober verhängte, hatte Kennedy nicht auf dem Schirm, dass in der Saragossa-See ein sowjetisches B-59-U-Boot zur Insel der Freiheit unterwegs war. Das Wasserfahrzeug, das für den Einsatz in nördlichen Meeren gebaut wurde, hatte es in dem warmen Wasser nicht leicht. Die Temperatur im Inneren stieg auf über 30 Grad Celsius an und wurde immer kritischer. Eines der Besatzungsmitglieder erinnert sich, dass die Militärangehörigen ohnmächtig wurden und wie Dominosteine umfielen. Aber zu diesem Zeitpunkt patrouillierten amerikanische Zerstörer direkt über dem U-Boot. Hinderten es daran aufzutauchen, um seine Batterien aufzuladen und seine Antenne zu benutzen. Der Kapitän des U-Boots, Valentin Savetsky, wusste aus den Berichten der vergangenen Tage, dass sich an der Küste eine militärische Krise anbahnte. Da er jedoch keine Funksignale empfangen konnte, wusste er nichts von den jüngsten Ereignissen. Plötzlich erschütterte eine Reihe von Explosionen das U-Boot. Der Kommunikationsspezialist Vadim Orlov beschrieb das Gefühl damit, in einer Metallhülle eingesperrt zu sein, auf die jemand... Boah, Digga, stell dir mal vor, du bist da unter Wasser in so einem... Generell einfach also in einem U-Boot zu sein, wäre für mich auf jeden Fall... Unmöglich, glaube ich, ja, sag ich dir ehrlich. Mit einem Vorschlaghammer einhämmert. Um eine Eskalation zu vermeiden, mussten sich die amerikanischen Militärschiffe im Falle einer Kollision mit U-Booten an ein Protokoll halten und harmlose Wasserbomben abwerfen. Doch an diesem Tag beschloss jemand, Handgranaten ins Wasser zu werfen. Diejenigen, die die Granaten abwarfen, wussten nicht, dass die B-59 das an Bord hatte, was die Sowjets Spezialmunition nannten. Ausgestattet mit einem 15 Kilogramm Nuklearsprengkopf. In diesem Moment trennten die Welt nur noch wenige Sekunden vom Atomkrieg. Glücklicherweise war auch ein Kapitän der sowjetischen Marine, Wassili Arkhipov, an Bord des U-Boots. Bevor er sich auf den Weg nach Kuba machte, hatte er eine Aufgabe auf der K-19 ausgeführt, das erste Atom-U-Boot, das mit Atomwaffen bestückt war. Es war in aller Eile in Betrieb genommen worden, um den Amerikanern nicht hinterherzuhinken. Im Sommer 61 nahm die K-19 an einer Übung vor der grönländischen Küste teil, als das Kühlsystem des Reaktors ausfiel. 7 Besatzungsmitglieder starben, eine Woche nach dem Vorfall an der Strahlenbelastung. Da er die Folgen von Atomwaffen kannte, versuchte Arkhipov, Savitsky den Abschuss der Raketen auszureden. Glücklicherweise gelang ihm das. Wäre Savitskys Befehl ausgeführt worden, wäre es zu einem vernichtenden Atomkrieg zwischen den USA und der UdSSR. Boah, ich glaube, wenn das passiert... Komm, die USA hätten sofort auf den Angriff reagiert. Das wäre, glaube ich, das erste Mal, wo die USA direkt auf ihrem eigenen Land angegriffen worden wären. Ne? Raketen von ihrer türkischen Basis aus abgefeuert. Die UdSSR hingegen hätte sofort mit dem Abschuss ihrer Raketen von Kuba aus reagiert. In der Folge hätten nicht nur die Sowjets und Amerika gelitten, sondern auch die Türkei und Kuba wären ausgelöscht worden. Ein solcher Schusswechsel hätte 360 Millionen Menschen getötet. Nach 360 Millionen Menschen, das ist... Gegenseitigen Atomschlägen wären riesige Mengen radioaktiven Staubs und Rußes in die Atmosphäre gelangt. Dadurch wäre die Temperatur auf dem ganzen Planeten um mehrere Grad gesunken und der nukleare Winter hätte begonnen. In der Folge wäre es zu einer großen Hungersnot gekommen, fast die Hälfte der Erdbevölkerung zum Opfer gefallen wäre. Glücklicherweise war der Kapitän des sowjetischen U-Boots an diesem Tag nuklearer Winter genug, den roten Knopf nicht zu drücken. Aber auch diese Lektion hat die Welt nicht gelernt. 21 Jahre nach der Kuba-Krise, am 26. September 1983, standen wir wieder am Rande einer nuklearen Katastrophe. Früh am Morgen, 100 Kilometer von Moskau entfernt, war der Offizier...
Was denkt ihr, stehen wir gerade wieder am Rande einer nuklearen Katastrophe oder nicht? Noch nicht. Denislav Petrov auf einem Kommandoposten eines weltraumgestützten Raketenerkennungssystems im Einsatz. Petrov erhielt von den Frühwarnsystemen eine Benachrichtigung über einen Raketenangriff der USA. Der Computer zeigte an, dass mehrere Raketen auf die UdSSR zuflogen. Laut Protokoll sollte er sofort das Kommando informieren und das sowjetische Militär würde schnell einen nuklearen Vergeltungsschlag starten. Doch Petrov beschloss, den Befehl zu ignorieren und den Schlag nicht sofort zu melden. Er beschloss, alles noch einmal zu überprüfen. Er kontaktierte die Betreiber von Satellitenradargeräten, die ihm mitteilten, dass sie keine Raketen registriert hatten. Aber sie hätten sich auch irren können. Petrov stand vor der Wahl, die Regierung der UdSSR entweder über einen Raketenangriff oder über eine mögliche Systemstörung zu informieren. Hätte er sich für Ersteres entschieden, wäre die Information innerhalb von Minuten bei der obersten Führung des Landes angekommen. Und die UdSSR hätte einen nuklearen Vergeltungsschlag gegen die Vereinigten Staaten durchgeführt. Aber die Raketen von der UdSSR, also kann man die so weit schießen, dass die von Russland nach Amerika reichen? Man geht davon aus, dass ein Atomkrieg zwischen der UdSSR und den USA an diesem Tag weltweit mehrere hundert Millionen Menschen das Leben gekostet hätte. Aber am Ende meldete Petrov die Fehlfunktion des Raketenerkennungssystems. Bis zum letzten Moment zögerte er. Denn ihm war klar, dass die Explosion innerhalb weniger Minuten stattfinden würde, wenn er sich geirrt hätte. Und Stanislav Petrov wurde der Mann, der die Welt vor einem Atomkrieg bewahrte. Aber auch diese Situation war nicht das letzte Mal. 90er Jahre, oder? Die Welt am Rande des jüngsten Gerichts balancierte. Am 25. Januar 1995 meldete das russische Frühwarnsystem fälschlicherweise den Abschuss einer amerikanischen ballistischen Rakete. Präsident Boris Jelzin schaltete seinen Atomkoffer auf Kampfbereitschaft und ordnete einen umfassenden Vergeltungsschlag an. Doch glücklicherweise erhielt die Führung des Landes im selben Moment die Meldung, dass die Ursache für den Alarm eine Forschungsrakete war, die in Norwegen zur Erforschung der Polarlichter gestartet worden war. Wäre der Knopf an diesem Tag gedrückt. Aber so einen Knopf zu drücken ist auch nicht so einfach, wie die Leute denken. Also, keine Angst, so ein Joe Biden hat nicht die Auto, also der kann nicht einfach so den Knopf drücken, so weißt du? Der ist erstens nicht fähig, eine vernünftige Entscheidung zu treffen und zweitens gibt es da ein Riesenprotokoll, was eingehalten werden muss, bevor so eine Atombombe gezündet wird, so weißt du? Wäre Norwegen von der Weltkarte weggefickt worden. Und seine Nachbarländer? Ja, ich denke mal, der Geheimdienst entscheidet im Endeffekt, ob das passiert oder nicht. So CIA-technisch, glaube ich. Ja. Finnland und Dänemark hätten jahrzehntelang mit der Strahlung und dem nuklearen Winter kämpfen müssen. Der russische Atomangriff wäre jedoch nicht unbestraft geblieben. Jelzins Fehler hätte einen Atomkrieg auslösen können, in den die USA, China und Europa verwickelt gewesen wären. Aber die Welt hat die Lektion immer noch. Hat Deutschland eigentlich eigene Atomwaffen? Nee, ne? Nur von Amerika, oder? Anfang 23 blieb die Weltuntergangsuhr nur 90 Sekunden vor Mitternacht stehen. Während des Krieges, den Russland in der Ukraine... Weltuntergangs... was? ...esselt hat, wurde die Uhr nur 10 Sekunden vorgestellt. Aber nicht nur die Ukraine ist von einem Atomangriff bedroht, sondern auch Taiwan, das von China gefährdet wird. Ein weiteres Land, das durch nukleare Angriffe gefährdet ist, ist Japan. Das liegt daran, dass nordkoreanische Raketen direkt auf Tokio gerichtet sind. Wenn die Staats- und Regierungschefs der Welt den großen Atomkrieg beginnen und ihre roten Knöpfe drücken, werden 4.500 Atombomben in die Luft geschossen. Nach ihrer Explosion werden etwa 150... Es ist dann eine Kettenreaktion. Es muss nur einer durchdrehen, Digi, und dann geht's los. Weißt du? Es muss nur einer durchdrehen und dann geht's los. So war das ja auch im Ersten und Zweiten Weltkrieg. Das war ja eine Kettenreaktion so. Ein Fehler, eine Sache, ein Missverständnis. Einer geht ab, einer geht los und dann ist es eine Kettenreaktion. Und wir sind ja jetzt gerade schon in diesem Krieg quasi zwischen Russland und Amerika in der Ukraine, so weißt du. Und deswegen fand ich das auch so beängstigend, dass Deutschland sich da einmischt und dann Waffen schickt und diese ganzen Sachen, weil so genau so geht das los, Digga. Dann mischen die sich ein, und dann macht der das gegen den und dann machen die das gegen den und Kettenreaktion. Das geht schneller, als man denkt, glaube ich. 30 Millionen Tonnen radioaktiver Staub in der Luft landen und die Sonne blockieren. Die Meerestemperatur wird um fast 7 Grad Celsius sinken. Wissenschaftler haben berechnet,
dass der Atomkrieg allein in Russland und den USA über 3 Millionen Menschen das Leben kosten wird. Innerhalb der ersten 45 Minuten nach der ersten Atomexplosion. Und die Überlebenden werden mit dem radioaktiven Niederschlag und den Folgen der Strahlenbelastung zu kämpfen haben. Die Landwirtschaft auf allen Kontinenten der Erde, außer Australien, wird fast vollständig zerstört werden. Die weltweiten Hungersnöte könnten über 2 Jahre andauern und den Tod von über 5 Milliarden Menschen zur Folge haben. Übrigens, wir sprechen über das Szenario, in dem nur etwa die Hälfte des weltweiten Atomwaffenarsenals eingesetzt wird. Und was passiert, wenn sie alles nutzen? Heftiges Video, Digga, ich schwör's dir. Fand ich schon sehr interessant. Ein paar neue Sachen hat man auf jeden Fall auch gelernt. Seine Videos sind echt spannend auch, ne? Also ich fand das jetzt eine spannende Geschichte auf jeden Fall. YouTube, eure Gedanken dazu unten in die Kommentare rein. Was denkt ihr, stehen wir kurz vor so einer Situation wieder? Ist es gerade so, dass wir gar nicht so weit weg davon sind? Schreibt mal eure Gedanken dazu in die Kommentare. Wichtig aber zu erwähnen ist, lasst euch davon auf jeden Fall nicht aus der Bahn werfen. Immer schön spirituell bleiben, immer schön daran glauben, dass alles gut wird. Denn die Veränderung liegt in uns, weißt du? Und wenn wir dürfen nicht zulassen, dass das in uns irgendwie auslöst, dass wir keinen Bock mehr auf Leben haben. Oder manche Leute kenne ich, die sagen, ich will keine Kinder bekommen in so einer Welt und diese ganzen Sachen. Das ist nicht die Lösung, weißt du? Die Lösung ist, selbst ruhig zu bleiben und das Beste zu hoffen, zu beten etc. pp. Ich liebe euch. Eure Gedanken, wie gesagt, unten in die Kommentare rein. Wir sehen uns im nächsten Video. Peace out. Und weiterhin Videos auch auf Discord reinschicken, ja? Videos auf Discord zu allen Themenbereichen, die euch persönlich interessieren. Da wäre ich euch dankbar für. Lieber an die Community. Gang.